Modell mit DVD. Noch mehr Modellbau geht nicht. Jetzt hat mir jemand erzählt, dass er schon 6 Jahre nach FIS kommt und auf seinem Flieger steht Hangschlampe drauf. Was fasziniert dich an FIS? An FIS fasziniert einfach, dass man in dieser Höhe mal starten kann. Ich bin seit 40 Jahren Modellflieger. Wir fliegen an der Wasserkuppe in einem berühmten Gebiet. Aber FIS ist etwas ganz Besonderes. Weil erstens mal der ganze Service ist einmalig in ganz Europa. Man kann frei fliegen. Man bekommt die Flieger auf den Berg raufgefahren und dann die ganze Atmosphäre mit den vielen Kollegen aus ganz Europa. Und man trifft sich jedes Jahr einfach immer wieder und freut sich schon das ganze Jahr auch auf das nächste Event wieder. Ja. Was sagst du den Leuten, die sagen, Mensch, Hangfliegen, Flieger, so vom Berg runterwerfen, ist so gar nicht mein Ding? Doch, es fasziniert, weil man auf diesem Berg landen muss, sonst ist der Flieger verloren. Und man muss wirklich dann auch, wenn es auch mal dünn wird, extrem gut fliegen, um wieder auf den Berg zurückzukommen. Denn sonst ist der Flieger irgendwo in den Steinen und ist nichts mehr wert. Also eine richtige Herausforderung? Eine richtige Herausforderung, das ist einmalig in Europa. Danke dir. Bitte. Stefan Höllein bei der Arbeit, den wollen wir jetzt mal ganz kurz ein bisschen stören. Stefan, du fliegst da was wir noch nicht kennen. Ja, das ist ein Prototyp unserer neuen Maschine. Nachdem der Ruf nach einem 3 Meter Holzflieger immer größer geworden ist, habe ich mir einen Traum verwirklicht und fliege momentan 2,85 Meter, 6 Klappen, dasselbe Profil wie auf der Climax, hat sich einfach bewährt. Als Besonderheit hat der Flieger einen konischen Rohrholm. Das wollte ich schon immer mal haben. Ja. Das ist nicht billig, aber für die Leute, die es haben wollen, wollen wir es einfach mal machen. Ja. 6 Klappen, sagst du? Ja, wir nehmen also zum Landen nur die inneren Wölbklappen und die mittleren Querruder. Die äußeren Querruder bleiben in der Funktion als Querruder voll erhalten. Es gibt halt erhöhte Wendigkeit beim Landen. Ja. Du bist weg vom V-Leitwerk? Ich bin nicht weg. Ich finde V-Leitwerke immer noch schöner als ein Kreuzleitwerk. Aber nachdem es Leute gegeben haben sollen, die Climax wegen des V-Leitwerks nicht gekauft haben, haben wir jetzt halt einmal was gemacht, um auch die zu befriedigen. Schön. Dann würde ich sagen, viel Spaß dir noch. Danke. Und wir freuen uns dann auf den neuen Flieger. Soll ich für die Kamera mal einen tiefen Vorbeiflug machen? Ah, das wäre doch ein Traum. Dann probieren wir das doch einmal. Die Klappenabstimmung ist noch nicht so wie bei der Climax, da bin ich einfach noch drüber. Das ist der zweite Flug überhaupt von dem Modell. Gestern war der Erstflug, natürlich auch in FIS. Weil ich mir sowas einfach gerne aufhebe und da kommt sie schon. Ich mache noch einen schönen Kreis für die Kamera. Schön. Und das alles in Holz. So elegant kann Holz sein. So, und jetzt schauen wir, dass wir wieder Höhe kriegen. Jawohl, und das geht. Dankeschön, Stefan. Und ich sage euch eins, Fliegen in FIS macht überglücklich. Ihr seht es an meinem Gesichtsausdruck. Und wenn es am Schönjoch gar nicht mehr trägt, dann zieht der ganze Trupp eine Etage tiefer. Wir sind am Perdatscher Bichel. Aufstiegskampf mit dem Voll-GFK-Segler entspannt sich das Robbe-Team mit dem zweimotorigen Dash.
Sobald es dunkel ist, trifft sich der Flying Circus auf der Möseralm. Der macht ja sogar mit dem Kopf, habe ich gerade gesehen. Die Piloten fliegen hauptsächlich Indoor-Modelle. Und hört auf gut, den Namen. Dass um die Zeit der Wind bereits eingeschlafen ist. Nein, nicht. Absperrzäune oder ähnliches gibt es hier nicht. Geflogen wird mitten im Publikum. Allerdings sind die meisten Gäste in FIS während des Flying Circus tatsächlich Modellflieger. Der Pilot hat leider sein Programmheft falsch gelesen. Denn der Wasserflug findet gar nicht hier, sondern in Ladis statt. In Ladis treffen sich punkt 22 Uhr die Wasserflieger am Dorfteich. Und wer mich kennt, weiß, dass ich spätestens zum Wasserfliegen meinen Sender auspacke. Und da kann es so spät sein, wie es will. Flying Circus, das heißt Modellfliegen und Spaß bis zum Abwinken. Und bei einem kann man sich ganz sicher sein. In FIS sind Modellflieger nicht nur während des Flying Circus willkommen.